Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörer hier im Hohen Haus und zu Hause vor den Bildschirmen. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wurden in den vergangenen Jahren von globalen Krisen, auch im Agrarbereich, geprägt und es hat deutliche Spuren hinterlassen. Die österreichische Landwirtschaft setzt seit vielen Jahren auf eine konsequente Qualitätsstrategie. Unsere Produkte sind besonders innovativ, von außergewöhnlicher Qualität und vielfältig. Schaut man sich den grünen Bericht 2019, insbesondere das Vorwort, genauer an, dann liest man da drinnen, es gilt, Stabilität und Planungssicherheit für unsere Familienbetriebe weiterhin zu garantieren. Vom Kampf gegen den Klimawandel über die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik bis hin zum Schutz der heimischen Wälder. Es müssen optimale Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau an erneuerbaren Energien geschaffen werden. Weiters heißt es, dass höhere Zuschüsse für den Abschluss von Ernteversicherungen und ein Aktionsprogramm für den Forstsektor vorgesehen sind. Wie schauen diese Statements jedoch in der Realität aus? Kurz zusammenfassend könnte man sagen, alle Jahre wieder. Ist Bauernsterben geht weiter, die Einkommenseinbußen der österreichischen Landwirtschaft gehen weiter. Es gibt auch im Jahr 2019 wieder einen Einkommensrückgang, wir haben es heute schon gehört, in der Höhe von -10% in der Land- und Forstwirtschaft. Betroffen davon sind alle Betriebsformen, begonnen von den Veredelungsbetrieben bis hin zur Biolandwirtschaft. Das heißt, die Einkommenssituation der heimischen Land- und Forstwirtschaft ist weiterhin angespannt. Wie aus dem aktuellen grünen Bericht hervorgeht, lagen die Einkünfte aller Betriebe im Jahr 2018 im Durchschnitt bei 28.035 Euro. Noch im Jahr 2017 lag das Einkommen bei 31.133 Euro pro Betrieb. Geschuldet ist der Rückgang einerseits der höheren Aufwendungen für die Tierhaltung, andererseits der vorherrschenden Hitze und Trockenheit. Auch wenn die Milchproduktion weiter zugenommen hat, so ging der Milchpreis dennoch weiter nach unten. Im höchsten Rückgang, nämlich ein Minus von 26%, verzeichnen unsere Veredelungsbetriebe, wo vor allem die niedrigen Erzeugerpreise für Ferkel, Zuchtsau und Mastschweine das Bild prägen. Bei den Dauerkulturbetrieben sank das Einkommen um 13% im Vergleich zu 2017. Durch die gestiegenen Aufwendungen für Personal, Bodennutzung und darüber hinaus keine Entschädigungszahlungen für Frost. Bei den Futterbetrieben und landwirtschaftlichen Gemischbetrieben führten die höheren Aufwendungen in der Tierhaltung zu Einkommensrückgängen von 10 bzw. 5%. Auch die Hitze und Trockenheit hat sich auf die Marktfruchtbetriebe ausgewirkt, nämlich ein Minus von 1% bzw. bei den Forstbetrieben ein Minus von 2% des Einkommens. Schaut man sich die Bergbauernbetriebe an, so mussten auch diese ein Minus von 8% hinnehmen. Die Einkünfte betrugen bei den Bergbauernbetrieben noch 23.795 Euro pro Betrieb. Das bedeutet zwar, dass sich der Einkommensunterschied, die Einkommensschere zwischen den Bergbauernbetrieben und den Nichtbergbaubetrieben verringert hat, es sind aber immerhin trotzdem noch 8.645 Euro. Die Biobetriebe verzeichneten im Jahr 2018 Einkommensrückgänge in der Höhe von 2%. Sie liegen mit 30.110 Euro pro Betrieb noch um 7% über dem Durchschnitt aller Betriebe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schaut man sich die Entwicklung im Bereich der Landwirtschaft an, so sieht man, im Jahr 1995 haben wir 239.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe gehabt. Im Jahr 2010 waren es noch 173.000, 2013 166.000 und im Jahr 2016 noch 162.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Schaut man sich den gesamten Zeitraum von 1995 weg an, so sieht man, dass mehr als ein Drittel der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ihren Betrieb bereits geschlossen haben.
Wie geht das Ganze im Jahr 2020 weiter? Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen sollten. Faktum ist, im Schnitt sterben im Jahr oder am Tag rund 4 Betriebe und im Jahr 1400 Betriebe. Ich glaube, das sind Zahlen, da sollte man sehr wohl darüber nachdenken und auch dementsprechende Initiativen im Bereich der Landwirtschaft ergreifen. Beim Außenhandel entstanden im Jahr 2018 ein Defizit von 6 Milliarden Euro, 5,4 Milliarden Euro im Bereich der EU und 0,6 Milliarden Euro beim Handel mit Nicht-EU-Staaten. Dazu passend ist aber auch das Tierwohl, das man hier nicht außer Acht lassen sollte. Tierwohl, höhere Standards und Billigpreise, das ist ein Widerspruch in sich. Tierwohl ist ein gemeinsames Anliegen und die Landwirtschaft gestaltet hier drin das Wohlbefinden. Billigpreise setzen Grenzen, höhere Standards müssen erwirtschaftet werden. Wie schaut es im Bereich der Butten aus? Heute liegen in den Regalen, in den Handelsketten deutlich mehr Butten aus dem Ausland als heimische österreichische Produkte. Das Ergebnis, die österreichischen Bauern haben Millionenverluste. Das steigende Tierwohl zählt nicht und der Konsument ist der, der da drin getäuscht wird. Täglich 2,5 Millionen essen außer Haus. Täglich 2,5 Millionen essen, die in Regierungsgebäuden, Schulen, Internaten, Kasernen, Krankenhäuser, Pflegeheimen, Altersheimen und so weiter ausgegeben werden. Wenn uns das Tierwohl wirklich ein Anliegen ist, dann müssen wir die höheren österreichischen Standards auch bei der Anschaffung und beim Einkauf dieser Produkte einfordern. Wir müssen wieder auf Qualität setzen und nicht auf den Billigstbieter. Eine Produktion im Ausland wird den österreichischen Bauern und der österreichischen Wirtschaft nicht helfen. Da stellt sich die Frage, kleinbäuerliche Landwirtschaft, quo vadis? Kleinbäuerliche Landwirtschaft, wohin gehst du? Man muss sich die Frage stellen, wie viele Bauern braucht dieses Land? Wie viele Bauern will dieses Land? Oder wie viel ist dem Steuerzahler die österreichische heimische Landwirtschaft überhaupt noch wert? Ziel muss es sein, Arbeitsplatz und Unternehmen Bauernhof auf neue Beine zu stellen. Alle bisherigen Modelle müssen überdacht werden. Den Bürokratie- und Förderwahnsinn sollte man vereinfachen. Einem Dutzend Konzernen gehören schon jetzt 2/3 des Weltmarktes. Handelsketten drücken einerseits den Preis für Produzenten, steigern ihn jedoch andererseits für unsere Konsumenten. Das bedeutet zwar höhere Gewinne für unsere Konzerne, aber auch eine Abhängigkeit unserer Produzenten an diesen Konzernen. Die Selbstversorgungsfähigkeit des Staates Österreich geht zugrunde. Der Nährboden für Versorgungsengpässe wird hiermit auch aufbereitet. Die Selbstversorgungsfähigkeit des Staates Österreich muss uns etwas wert sein. Eine nationale Vision der Agrarpolitik zu leistbaren Preisen für die Produkte und ein gesichertes Einkommen für unsere Produzenten müssen unabhängig von der EU das Ziel einer verantwortungsvoll gestaltenden und autonomen Ernährung bleiben. Dazu gehören aber auch neue Vertriebswege. Und es gibt sehr viele innere und äußere Bedrohungen. Der weltweite Klimawandel, Hunger- und Dürrekatastrophen, Überschwemmung und Raubbau am Boden und der Natur. Ich habe es bereits oben erwähnt. Die Frage lautet, wie geht es im Jahr 2020 weiter? Die Bundesregierung ist hier aufgefordert, sinnvolle Initiativen zu setzen, um dem Bauernsterben entgegenzuwirken. Und sehr geehrte Frau Bundesminister, ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben bei sinnvollen Initiativen, bei der Stärkung der heimischen Landwirtschaft die vollste Unterstützung von unserer Fraktion. Wir Freiheitliche sind für sinnvolle Initiativen. Was wir uns erwarten, sind Initiativen von Ihrer Seite. Eine sinnvolle Initiative ist auf jeden Fall nicht die Abschaffung des Dieselprivilegs. Danke. Sagt Markus Leinfellner von den Freiheitlichen aus der Steiermark und